Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Video und diesmal kein Hardware-Check, Unboxing oder sonst irgendwas dergleichen. Nie, ich wurde getaggt. Erstmal Dankeschön an Onkel von Gamershake LB, der mich getaggt hat. Ich sehe ein bisschen fertig aus, sorry. Und ich habe mir gedacht, wie machst du das Tag-Video? Ich hätte jetzt irgendein Spiel aufnehmen können und dabei quatschen können und die Fragen einblenden können. Aber ich habe gedacht, weil viele gesagt haben, da muss ich aber Brille aufsetzen für, Kamera mal wieder einrichten hier, mach mal wieder so back to the roots, so vom Sofa aus praktisch, finden viele von euch halt persönlicher und schöner. Habe ich gedacht, okay, wenn ihr das wollt, mache ich das. Dann ist das natürlich hier so ein Tech-Video. Warte mal, einfach ein bisschen Kamera hier einstellen, hier so ein bisschen, dass ich mich ein bisschen zurücklehnen kann auch. Habe ich gedacht, mache ich das auch und mach mal so ein bisschen back to the roots vom Sofa halt aus und da freut ihr euch. Für mich ist es auch ein bisschen was leichter, wenn ich das hier mit meiner Webcam aufnehmen kann und dann gleich bearbeiten kann und nicht den Camcorder laden muss, wobei ich sagen muss, der Camcorder, der ist auch gerade hier da am Laden, weil ich Videos aufgenommen habe für die neue Technik hier, Ligavo, was ich habe, also die Ligavo-Produkte, HDMI, optisch und hast nicht gesehen. Das werdet ihr die nächste Zeit sehen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich wurde getaggt. Taggen ist so, jeder denkt sich Fragen aus, irgendjemand hat das mal gemacht und dann, ja, taggt der drei, fünf, sechs Leute, steht dann halt immer drin. Und die müssen dann diese Fragen auch beantworten und wieder drei, vier, fünf andere benennen diese auch taggen. Ich habe mir schon meine Leute, die ich taggen will, bereitgepackt. Das sage ich dann am Ende des Videos. Ich werde den Leuten dann natürlich auch Bescheid sagen. Ey Leute, ich habe euch getaggt. Das sind die Fragen. Viel Spaß. Ja, mal gucken, ob jeder auch mitmacht. Ich werde auch dann, weil ich das ein bisschen besser finde, nicht nur sagen, wer es ist, ich werde auch sagen, warum ich gerade den nehme. Es sind auch rein Leute, die ich selber abonniert habe und selber regelmäßig verfolge. Und da habe ich gedacht, da habe ich eine gute Auswahl getroffen. So, fangen wir auch erstmal an. Die erste Frage ist, die Fragen findet ihr auch alle unten in der Videobeschreibung. Die erste Frage, wie alt bist du? Ich bin alter Sack, ich bin 81er Baujahr. Laut Adam Riese bin ich somit 34 Jahre alt. Also nächste Frage. Star Wars oder Star Trek? Ganz klar, Star Trek. Als eingefleischter Trekkie. Ich habe die Star Wars Filme alle geguckt. Oder? Doch, ich habe alle geguckt. Ich habe auch mit meiner Tochter zusammen diese Serie geguckt, hier Clone Wars. Ist schön mal zu gucken, aber Star Trek bringt mir mehr. Mit James Kirk, den habe ich damals geguckt. Picard, mein Liebling, absoluter Liebling, Picard. Data, ne? Worf. Ja, also ich bin Star Trek Fan und werde es immer bleiben, auch mit der neuen, mit der neuen Staffel Enterprise. 1, 2, 3, jetzt fängt schon wieder an hier. Mit der neuen Staffel von Enterprise, also wo sie denn was vor Kirk spielt und mit der neuen Se mit dem neuen Fi mit den neuen Filmen, die jetzt in einem Paralleluniversum, also praktisch nicht Paralleluniversum, zwar auch damals spielen, aber mit einer anderen Zeitlinie, weil Kirks Vater tot ist und eigentlich lebt da, also in den Originalserien hat er ja gelebt, aber da jetzt nicht mehr. Absolut genial. Finde ich, also Trekkie-Fan, also von jeher. Und Star Wars, ich bin auch auf dieses neue Spiel gespannt, aber wenn ich mich entscheiden könnte, bei einem DVD-Abend mit Freunden und die sagen, Star Wars, egal welcher, oder Star Trek, egal welcher, definitiv Star Trek. So. Aber wer Star Wars mag, soll Star Wars mögen. Dafür sind die Geschmäcker verschieden. Das ist auch ganz gut so. Entschuldigung, aber so ein bisschen Dampfen nebenbei wird ja erlaubt sein. Und das ist ja auch nur ein Tech-Video. Also von daher kann ich auch ein bisschen dampfen.
Glaubst du an das Schicksal? Das ist jetzt schwer zu sagen. Also wenn das Schicksal, wenn es so, also ich sag mal so, wenn es wirklich Schicksal geben würde, dann ist es scheiße. Dann ist es wirklich scheiße gewesen zu mir, weil ich ja eine Scheiße durch habe und dann ist das Schicksal einfach eine Hure. Dann ist Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Schicksal gibt. Ich denke, jeder ist seines Glückes eigener Schmied und muss daran arbeiten, dass es ihm, dass er halt an sich und so arbeitet und darauf hinaus arbeitet, was er erreichen will. Ich glaube es nicht. Ist halt schwer zu sagen. Also ich bin da, sagen wir, hin und her gerissen, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es Schicksal gibt. Ist halt so, wie es ist. Warum YouTube? Also, ist eine nächste Frage, ja. Warum YouTuber? Aus welchem Grund? Oh, scheiße. Ja, da muss ich echt länger ausholen. Der Onkel von Gamercheck LP, der mich ja auch getaggt hat, den findet er auch unten drunter in der Videobeschreibung. Wir schreiben den Tag von und da findet er den Vogel. Mit dem mache ich ja auch, wie gesagt, gemeinsame Projekte, Let's Plays. Ja, und auch die drei werden wir zusammen kommentieren und werden aufnehmen. Und ich hoffe, dass das alles so klappt. Und dann werde ich das natürlich hier, die Gesprächsrunde zu den einzelnen Pressekonferenzen. Also wir gucken uns die Trailer an und dann würden wir dazu was quatschen. Werde ich versuchen, hier offen zu laden. Der hat mich ja, wie gesagt, getaggt. Und der und ich waren früher in einem anderen Team. Also er hat seinen eigenen Kanal. Ich habe jetzt den Kanal. Vorher hatte ich ja noch einen anderen. Und davor war ich in einem Team mit bei. Dann hatte ich meinen eigenen Kanal und war da immer noch im Team mit bei. Da waren halt so Reibereien. Das war halt nicht so ein, ich will jetzt okay, wirklich schlecht machen, aber es war halt nicht so eine tolle Teamerfahrung. Im Endeffekt und sind einige Sachen vorgefallen. Ich habe dann auch mit dem jeweiligen noch versucht, auf gutes Zureden vom Onkel hin klarzukommen. Hat auch eine Weile geklappt, aber dann hat er sich wieder mal was geleistet und hat den Kontakt komplett abgebrochen und möchte da auch keinen Kontakt mehr haben und das ist für mich erledigt, die Geschichte von damals. Will auch nicht mehr so viel an damals denken. War eine schöne Zeit, eine gewisse Zeit. Jetzt ist eine neue Zeit und ist auch ganz gut so. Und ich hatte da damals eine eigene Tutorial-Ecke, weil wir haben Projekte zusammen gemacht. Ich habe nicht selber aufgenommen. Zum Schluss hin habe ich ein paar Vlogs gemacht, aber auch mein Gameplay und auch ein Let's Play habe ich dann bei Onkel im Kanal gemacht mit der PS3. Und ja, und dann hatte ich da halt meine Tutorial-Ecke, weil ich auch was machen wollte. Haben wir das dem Team besprochen, ob das geht, und ich sage, war ja nicht mein Kanal. Und dann waren Reibereien, dann habe ich meine Tutorial-Ecke da komplett gelöscht. Ich habe die Videos ja alle noch auf der Platte gehabt, habe die Videos alle komplett gelöscht. Habe meinen eigenen Kanal hochgezogen, meinen alten Gamercheck Tutorial, der jetzt Odins Tutorial heißt, der noch da ist, wo ich nur noch warte. Ich habe auch schon einen neue Kurzlink dafür, aber ich warte jetzt drauf, bis der alte Kurzlink direkt deaktiviert ist. Und dann werden da definitiv nur noch Tutorials kommen, denke ich mal. Und hier mehr so die Vorstellung. Unboxing Hardware, Hardware-Check und ein paar Vlogs und sowas alle und Tutorials alle da. Und wenn mein Dampferkanal, der wird ja auch mit dem Zeug noch versorgt und so. Aber so mit meiner Bumsleitung so viele Kanäle gleichzeitig zu versorgen, ist echt sehr, sehr schwer. Und mit der Zeit, die ich habe, ist es auch sehr, sehr schwer, das alle zu machen. Aber das wird dann demnächst alles ein bisschen besser. Das wird dann hier. Auf der Zunge, wird dann hier ein bisschen rein nur Vorstellungsvideos werden, auch Dampferzeug wird noch kommen und Technik und Spiele und alles wird hier sein. Und dann werde ich aber in den einzelnen Kanälen nochmal genauer auf die Technik eingehen. Da werde ich dann ein Video für jedes Produkt machen und dann ein bisschen länger und ein bisschen genauer drauf eingehen. Und beim Tutorial-Kanal dann halt, wie gesagt, nur die Tutorials bin ich so am Überlegen, ob
aber vielleicht werde ich es auch nicht machen. Ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, was mit dem alten Kanal so weiter passieren wird. Er ist da, er bleibt auch da, ich werde ihn nicht löschen oder so. Er ist da, bleibt da, da habe ich auch über 1000 Abonnenten. Ich denke mal, ich werde ab und zu dann demnächst mal dann da nochmal ein paar News-Videos da auf diesem Kanal veröffentlichen, speziell die Hardware-News oder sowas. Ach, das ist halt immer eine schwere Sache, wie man es macht. Ja, jedenfalls damit habe ich halt angefangen. Ich weiß schon wieder komplett ab, ey. Ja, und so habe ich halt angefangen, weil ich eigentlich nur erklären wollte. Ich wollte helfen. Ich wollte, weil ich hatte damals eine Möglichkeit gefunden, da war es noch nicht so, dass man im Hauptaug die Software so hatte, dass man da sein Mikrofon integrieren konnte. Und da habe ich mir was einfallen lassen, dass man das machen kann. Und alle dann per PC aufnehmen kann, ohne großartige Zeitverzögerung und so. Und das waren meine ersten Tutorials und dann Anschlussvideos, wie ich irgendwie was anschließe und erkläre, warum und weshalb und so. Die hat mir megamäßig Spaß gemacht. Und wie gesagt, war auch nicht mein eigener Kanal. Ich bin auch nicht mit dem Motto daran gegangen, ich will damit Kohle verdienen oder so irgendwas dergleichen. Nee, überhaupt nicht. War ja nicht mal mein eigener Kanal. Ich habe davon nichts gesehen. Wenn ich da irgendein Spiel präsentiert habe, habe ich mir das entweder selber gekauft oder habe es von demjenigen geborgt gekriegt und musste dann wieder auch wieder abgeben. Also ich habe von dem nichts gehabt. Dann habe ich meinen eigenen Kanal gehabt und mit meinem bisschen Budget, was ich hatte, konnte ich mir natürlich nicht jede Scheiße kaufen. Also Scheiße, jetzt ist jetzt doof ausgedrückt, aber nicht jedes Produkt kaufen. Und weil es ja viel zu viel auf dem Markt gibt und euch das zeigen, wie man das und wo man das anschließt. Und da habe ich dann logischerweise auch angefangen mit Anfragen stellen und habe da ein paar Produkte zum Testen gekriegt, die ich dann danach wieder zurückgeschickt habe und hast nicht gesehen. Manchmal konnte ich es auch behalten. Das war mit dem alten Kanal halt, wie gesagt, und da habe ich dann auch mal Spiele gekriegt und weil ich mich ein bisschen erweitern wollte. Ich habe dann damals dann schon gedacht, Mensch, mit Tutorial jetzt nur alleine bin ich nicht so glücklich. Ich möchte halt auch so meinen Stil weiterverfolgen, weil ich nicht der, ich habe auch mit Reviews angefangen, aber Reviews, ich selber habe Reviews gemacht, ich habe aber nie Reviews geguckt, ich mag keine Reviews. Es ist nun mal so. Und deswegen, dann habe ich meinen neuen Kanal gemacht und dann kam ja die PS4 raus und dann kam von euch, meinen Abonnenten, die Anfrage, hey, Review ist zwar gut und schön, aber ist ein bisschen kurz da, die 20, 30 Minuten, was du da ein bisschen laberst und man sieht ein bisschen, oder nicht mal 30 Minuten, ich habe die ja mal sehr kurz gehalten, so maximal 15 Minuten, 20 Minuten. Und da waren ja einige nicht so zufrieden und die wollten dann, wo die PS4 da war, weil sie nicht rechtzeitig da waren mit dem Vorbestellen und die dann alle weg waren. Und dann wisst ihr ja, die PS4, die war ja bis Januar, teilweise Februar, März, April komplett ausverkauft. Die konnte man nicht mehr kaufen. Und logischerweise wollten dann einige auch die Grafik sehen und wie es aussieht und was Längeres sehen. Und wie ich vom Spiel geflasht bin und meine ersten Erlebnisse mit dem Spiel. Kam ja aber eigentlich auch ganz gelegen, weil so eine Videos gucke ich auch lieber. Wenn ich jetzt ein Spiel mir überlege, ist das jetzt was für mich oder ist das jetzt nichts? Ich kann da immer wirklich nur Darksiders 2 ans Herz legen, erzählen. Ich wusste nicht, ob ich es mir kaufe oder nicht, weil Darksiders 1 war geil, 2 sollte denn mit einem anderen sein, also mit Tod und ich wusste, nimmst du das nicht, ich wollte nicht und da habe ich mir dann auch von, ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, von ihm ein Let's Play angeguckt, was er sehr geil gemacht hat und der hat auch erklärt, das ist ja jetzt flüssig, also war mehr als ein Let's Play, also ein Let's Play erzählt man ja nur so ein bisschen und wo mache ich was und so und der hat auch wirklich, ist da auch wirklich auf die Mechanik eingegangen und hat dann halt auch Sachen erzählt, weil der hat auch Darksiders 1 gespielt. Das hat man gemerkt und der hat man gehört, was er erzählt hat. Und hat er auch wirklich recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Und habe ich mir dann angeguckt und habe gesagt, jo, das musst du haben. Und deswegen habe ich angefangen, die Gameplay-Reviews zu machen. Ja? So hat sich das so alles entwickelt. Ich wollte halt so meinen Stil so machen und weil viele haben auch dann immer weggeschnitten, wenn sie irgendwas angeschlossen haben. Und ich wollte alles ungetestet machen. Also jedes Video, was ich mache zu irgendeinem Produkt, ob es eine E-Zigarette ist, ob es ein Matrix-Splitter ist, ob es ein Konverter ist, ob es irgendein Spiel ist, egal was, alles ist generell am Anfang bei mir ungetestet. Ihr erlebt meinen ersten Eindruck sozusagen bei mir mit.
Und das wollte ich eigentlich mit diesem Kanal, denn mit dem neuen Kanal verwirklichen. Und deswegen habe ich ihn auch Odins Tests genannt, weil ich ja teste und ich wollte nicht nur bei Elektronik bleiben. Ich wollte ja, das war eigentlich von Anfang an mein Ziel, ich wollte weiter, ich wollte mehr, ich wollte nicht nur Splitter, Konverter, Spiele, ich wollte auch Headsets und dies und das und Handy und altes und Tablet und so. Ja, und klar, die ersten Videos waren auch nicht so knalle. Teilweise habe ich jetzt immer noch Videos, die nicht so knalle sind, wo ich sage, Mensch, was hast du da fabriziert? Aber wie gesagt, ungetestet. Ich kann nicht sagen, jetzt pass auf, ich mache hier weg, haust die Aufnahme weg und nimmst du denn die nächste Aufnahme? Dann wird nicht mehr ungetestet, dann hätte ich das ja schon mal angehabt, dann wüsste ich ja, was da los ist. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also behalte ich meistens auch die schlechten Videos. Wenn ich dann einen Kacktag habe und ein Video komplett verhunzt habe, dann ist das halt leider so. Aber ich bleibe halt dabei, dass es ungetestet ist, die ersten. Und fahre damit ganz gut. Ihr seid damit sehr zufrieden, so wie ich mitgekriegt habe. Ich schweife schon wieder komplett ab. Ja. Nee, ich schweife nicht ab. Ich bin ja noch beim Thema. Ja, und so kam das alles. Und deswegen bin ich YouTuber. Und auch am Anfang auch komplett ohne Geld. Also ich bin dann später irgendwann mit, da hatte ich 1000 Abonnenten im alten Kanal oder so. Ja, 1000, 1200, 1100, ich weiß es gar nicht. Oder Quatsch, da war ich noch vor 1000. Da war ich bei 800, 700, noch was, 800, 900 Abonnenten irgendwas in dem Dreh. Und da habe ich mal auf Glück damals bei MediaCraft Anfrage gestellt und wurde auch gleich genommen, war da sehr zufrieden und bin da sehr zufrieden mit. Ich bin immer noch bei MediaCraft, auch mit meinen anderen Kanälen. Ja, und dann habe ich damit auch ein bisschen Geld verdient. Habe auch alles angemeldet, habe ein Kleingewerbe angemeldet. Das war ohne ein heillose Tobabo. Ja, was machst du? Mach YouTube-Videos. Wie, du machst YouTube-Videos? Verkaufst du was? Sag, nö. Stellst du was her? Nö, ich mache nur meine Videos. Dann wusste die auch nicht, wo sie mich hinstellen sollte. Jetzt bin ich bei Handel oder sowas drin. Keine Ahnung, ich sehe da ohne durch. Ich habe jedenfalls meine Werbescheine und dann ist gut. Und das ist, ja, das ist, warum ich YouTube mache. Einfach um meine Schiene weiter zu verfolgen, weil, wie gesagt, ich bin kein Review-Gucker. Ich will auch, wenn einer was anschließt, will ich auch sehen, wie er die anschließt und warum er die da anschließt und dass er was dazu sagt und nicht einfach, ich mache mal einen Schnitt, bumm, alle das angeschlossen, ja, jetzt können wir die Gerät benutzen. Oder die meisten haben ja die Geräte, Gerät XY kriegen sie, schließen an, also machen vielleicht noch ein Unboxing oder packen es danach wieder in die Packung zurück oder was weiß ich, machen ja viele unterschiedlich und dann erklären sie was zu dem Gerät, nachdem sie das, wie seht, wie viele Wochen benutzt haben und dann wissen die ja, wie man es anschließt. Die wissen, wie schnell man dat, 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 und da musste hin und dann ist er da. Ja, und, aber wenn ich ein Gerät kaufe, beste Beispiel war die Logitech-Fernbedienung, innerhalb von 20 Minuten ein Gerät, ich habe 45 Minuten gebraucht. So lange ist auch mein Video im alten Kanal. Ja, und das wollte ich halt, dass man sieht, ey, pass auf, ich habe das neu, da steht zwar 20 Minuten drauf, ich habe eine Stunde gebraucht, um das anzuschließen. Oder betriebsbereit zu machen. Dass ihr seht, wie ich das denn gemacht habe, welche Fehler mir vielleicht passiert sind, die ihr dann vermeiden könnt. Und das ist einfach, ja, das ist der Grund, warum ich YouTube mache. Aus Spaß an der Freude. Und mittlerweile wegen der netten Community, wie gesagt, ich habe einige sehr gute Freunde hier bei YouTube kennengelernt. Den Onkel, den Heinz Thor, Uncut Gamer, Tobi, ja. Und die grüße ich jetzt alle auch mal ganz recht herzlich von hier aus. Und alle, die ich vergessen habe, es tut mir leid, ich kann halt nicht alle aufzählen. Und die netten Community-Gespräche, die ich hier habe, wenn ich irgendwie jemandem was erkläre oder helfe oder hey, könntest du vielleicht und sei klar, was willst du, was brauchst du, wie kann ich dir helfen irgendwie? Oder auch, dann verlagertet man, wenn man dann viel schreibt, verlagert man es dann rüber auf Skype. Deswegen seht ihr ja meistens wenig bei mir unter meinen Videos. Die meisten schreiben mich dann direkt im Skype an und dann telefoniert man im Skype und dann geht das alles auf eine 1-zu-1-Schiene. Dann braucht man nicht hin und her schreiben. Das ist dann ein bisschen direkter und schneller und persönlicher und man kann direkter helfen. Und die habe ich ja auch alle unten runter, die Links. Aber nichtsdestotrotz, das war's. Deswegen mache ich YouTube. Weil ich halt mein Ding ungetestet machen will. Also ich teste nichts vorher. Ich stürze mich da ins Abenteuer rein und dann wieder wird's was oder wird's nichts. Meistens verkacke ich es am Anfang, aber scheiße, ja. So, was hältst du von
Sub for Sub. Also für die, die es nicht wissen, Sub for Sub ist, wenn du unterm Video steht oder wenn man privat eine schreibt, hey, geiler Kanal, hab dich abonniert, lass mir auch ein Abo da. Das bringt im Prinzip nichts. Das bringt euch nichts und mir nichts. Ich abonniere nur die, die ich auch wirklich gucke. Weil mir bringt es nichts, einen Kanal da drinnen zu haben, wo ich dann voll gespammt werde mit irgendwelchen Videos, die ich eh sowieso nicht gucken werde. Ich gucke, das geht nicht. Also das mache ich nicht. Und das bringt euch nichts. Wenn ich eure Videos nicht gucke, habt ihr zwar einen Abonnent mehr, aber einen Abonnent mehr, der nicht eure Videos guckt. Wer macht, soll es machen. Viel Spaß. Ich bin nicht dabei, ich mache es nicht. Also ich habe nur die abonniert, die ich auch wirklich gucke. Oder Freunde, dass ich verfolgen kann, was die so treiben. Wenn sie halt ein Video liken, dann kann, sehe ich das dann da, er hat ein Video geliked, dann gucke ich mir das, gucke ich mal rein, was das für ein Video ist. Vielleicht ist das auch was für mich. Ja? So was. Aber jetzt einfach irgendjemand auf blauen Dunst abonnieren, nur weil er mich abonniert hat. Mache ich nicht. Also wenn, dann muss ich mir das auch zusagen. Weil davon habt ihr nichts und davon habe ich auch nichts. So eine Abo-Leiche braucht man nicht. Also das ist halt so. Aber das ist euer Ding. Sind noch vier Fragen. Sollte es ein Mindestalter für YouTuber geben? Jo. Definitiv. Und das sage ich jetzt aus zwei Gründen. Das werde ich auch noch schnell begründen. Oder etwas länger, wie ich immer mal brauche. Erstens, ich bin alleinerziehender Vater. Und zweitens habe ich gesehen, was YouTube, ja, wie manche bei YouTube unterwegs sind. Das H-Wort, ja, und ich, ehrlich gesagt, was manche da an Beleidigungen raushauen und sich gegenseitig dissen, also weiß ich nicht, da muss ich, und mit was für Ausdrücken manchmal gearbeitet wird, also habe ich definitiv für ein Mindestalter bei YouTubern, definitiv, wenn ich mir das angucke. Es gibt aber ganz, ganz viele Jüngere, die wirklich eine hervorragende Arbeit abliefern. Wie heißt da gleich? Oh, Let's Fail. Let's Fail. Den habe ich auch abonniert. Der ist auch jünger als ich. Jünger als ich ist auch kein großes Kunststück, aber der ist auch was jünger, wenn ich mich recht erinnere, und der macht seine Sache extrem gut. Der ist nicht beleidigend, der macht hammermäßige Videos, der ist richtig genial, den gucke ich absolut gerne. Ja. Und als alleinerziehender Vater kann ich echt nur sagen, meine kleine Prinzessin, also da, also die darf definitiv, selbst wenn sie denn mal mit YouTube anfangen wollen würde, wie Papa halt das macht, also vor 15 bräuchte die das ja nicht damit ankommen, dürfte sie nicht. Also hat sie von mir definitiv nicht die Erlaubnis. Kinder wissen da selber, wie sie sind, die machen schon oft ihr eigenes Ding. Ich habe noch ein paar Jahre Luft bis dahin, aber aus Jugendgründen, also wenn man sich so anguckt, wie manche unterwegs sind, und da ich ja, wie gesagt, alleinerziehender Vater bin und sehe, wie denn manchmal hier so abgeht, ja, wäre ich definitiv für ein Mindestalter bei YouTube. Aber wie gesagt, es gibt ja noch Jugendliche und heranwachsende YouTuber, die eine hervorragende Arbeit abliefern. Wirklich, absolut hervorragende Arbeit. Da kann man nichts zu sagen. So, aber kommen wir zum nächsten. Wann nimmst du auf und wann gehst du ins Bett? Früher habe ich aufgenommen, wann ich Bock hatte. Meistens, manchmal auch Mittag, Vormittag, manchmal abends. Und ins Bett bin ich dann danach gegangen. Seit ich alleinerziehend bin, ist das halt natürlich nicht mehr möglich, weil meine Tochter muss frühs in die Schule, die Wohnung muss gemacht werden, es muss eingekauft werden, Arztbesuche, was weiß ich, Eis essen, sowas. Da kann ich nicht mehr rund um eine Uhr hier vor der Kiste sitzen. Da mache ich das jetzt so, dass ich logischerweise meinen Haushalt schmeiße und danach aufnehme. Wenn ich natürlich wie jetzt in der letzten Zeit viel zu tun hatte,
kann ich tagsüber nicht aufnehmen und abends kann ich bestimmte Sachen nicht aufnehmen, wo man viel Licht braucht, wenn ich irgendwas am Fernseher anschließe oder so, dann ist es hier zu dunkel, das wirkt nicht gut, das ist scheiße. Deswegen mache ich das denn definitiv nur tagsüber. Und ja, so eine E-Zigarette, da habe ich hier vorne mein Licht, meine Dampfen, die kann ich abends ruhig machen. Da habe ich genug, an meinem Tisch habe ich genug Licht, das ist nicht das Problem, aber bestimmte Sachen kann ich abends halt nicht machen. Also ja, abends mache ich dann meistens, wenn ich ein Spiel spiele und nehme das halt auf. Und dann am nächsten Tag wird es bearbeitet oder zwei Tage später wird es bearbeitet und dann kommt es zu YouTube hoch und fertig ist. Deswegen ist jetzt auch nicht mehr so die Reihenfolge da wie vorher, dass es schnellstmöglich hoch war, weil mein Privatleben da nun mal vorgeht, beziehungsweise meine Tochter vorgeht und ist halt so, dass halt das vorgeht und dass ich da Prioritäten setzen musste und dadurch natürlich YouTube ein bisschen leidet drunter. Ja, eigentlich auch nicht, ist schon besser, wenn nur alle 3-4 Tage ein Video kommt, dann sieht man das, was kommt, ich mache auf weiter, ich höre nicht auf, aber ihr werdet auch nicht so zugebombt, wenn jetzt jeden Tag da 3 Videos kommen. So, es ist halt unterschiedlich, aber in der Regel nehme ich tagsüber auf, spiele nehme ich abends auf und dann gehe ich danach ins Bett. So, wann geht man ins Bett immer? Ja, kommt drauf an, bei der Hitze jetzt, wie jetzt war die Tage, bin ich ziemlich spät ins Bett gegangen, weil ich nicht pennen konnte, weil ich hellwach war. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie gestern meine Serie geguckt habe, da kam die neue Staffel von Vikings, habe ich bei Amazon gesehen, habe ich mir natürlich die ersten Folgen gleich hintereinander reingedreht, dann bin ich ins Bett gegangen, habe ja auch da meinen Amazon-Stick und habe da weitergekickt und bin dann irgendwann mal früh eingeschlafen und bin dann 7 Uhr klingelt der Wecker, Kleine fertig gemacht, Haushalt gemacht, dafür gehe ich heute Abend in Bettzeiten ins Bett. Ja, so sieht es halt aus. Was machst du beruflich? Ja, momentan nichts. Momentan bin ich arbeitsunfähig geschrieben, beziehungsweise auf EU-Rente geschrieben und bin sozusagen Rentner, kann man sagen. Momentan noch. Kurz und knapp beantwortet. Gehen Oma schnell. Brot oder Brötchen? Und was machst du drauf? Während der Woche Brot. Und was drauf ist, vorwiegend, also erstmal Butter und dann Wurst oder mal Käse. Schön Essrum. Wenn ich frische Brot hole mir vom Bäcker, dann mag ich es mit Butter und dann richtig schön Essrum. Das ist schon lecker. Oder eine schöne Putenwurst oder sowas. Ja, also Wurst. Ja. Wochenende Brötchen. Also Wochenende gibt es Brötchen und dann halt Ei dazu und so. Und da natürlich auch Butter und auch meine Wurst. Oder was ich halt Wochenende, wenn es Brötchen gibt und Eier, dann schlage ich mir das Ei auf. Ich mag das Ei gelb flüssig. Und dann mache ich mir auf das Brötchen Butter drauf. Dann lasse ich das Eigelb darauf fließen. Verteile das so ein bisschen und mache eine Prise Salz drauf. Und dann esse ich das, ja, Brötchen mit Eigelb sozusagen. Auch sehr, sehr lecker. Oder auch mal Wochenende schön Kaffee. Ich trinke sonst schwarz, pechschwarz. So, dass ein ganz Löffel drinstehen und dann bleibt ja. Was ich aber auch mag, ist dann mit ein bisschen Milch und dann so, wenn das Brötchen nicht ganz frisch ist, Butter drauf, eine Mitte durchschneiden und einditschen in den Kaffee. Ist auch sehr lecker. Habe ich in meiner Jugend sehr oft und sehr gerne gegessen und das habe ich bis heute nicht aufgegeben. So, das war doch. Wir sind jetzt mit den Fragen durch. Ich werde jetzt euch, muss ich das erstmal zuklappen und muss das andere aufklappen, wo ich aufgeschrieben habe, wen ich jetzt nur taggen will. So. Ich habe eine gute Auswahl getroffen, würde ich sagen, von den Leuten, die ich taggen will. Ich habe Gamer mit bei, ich habe alles Mögliche mit bei. Und zwar möchte ich, ich habe ein paar Ältere mit bei. Ich weiß auch nicht, ob jeder mitmacht. Ich würde mich freuen. Ich fange mal an. Ich tagge als erstes Dampfpost Bavaria. Der macht auch Dampfer-Videos und die macht er auch sehr schön. Und ich finde seinen bayerischen Dialekt echt klasse und verfolge den echt gerne. Also ich habe den auch wirklich selber abonniert und habe mir die Flashy-Wicklung von ihm angeguckt und auch so andere Sachen, die er vorgestellt hat. Ich finde, wie er es macht, ist es gut. Er macht auch nicht so sehr professionell. Er zieht sein Ding durch.
Er ist halt er selbst vor der Kamera und wenn da mal was umfällt, fällt da was um und fertig ist. Und ist halt ein natürlicher Mensch und er kommt sehr natürlich vor der Kamera rüber. Und dafür hat er schon mal einen Daumen von mir und deswegen habe ich ihn, ja, tagge ich ihn hoch. Also tagge ich ihn. Wie gesagt, ich verfolge ihn selber. Dann tagge ich die Frau Zimmi, die macht so Retro-Games und Nintendo-Games. Ist eine ganz nette, ganz liebe. Die kenne ich jetzt auch schon. Boah, ziemlich lange und verfolge sie halt auch. Ich habe sie auch abonniert, wie ihr sagt, und verfolge sie regelmäßig. Macht auch sehr interessante, sehr schöne Videos. Ich verlinke die Kanäle alle unten drunter. Dann tagge ich den Michael Perlitschke, auch Perle genannt. Auch ein sehr natürlicher YouTuber, der kommt so wie Ekel, wenn der anfängt zu labern, der fängt A an, kommt zu Z, kommt zu B, kommt zu W, kommt und irgendwann kommt er mal ganz woanders hin und dann sind seine Videos mal locker so 1, 2 Stunden lang und echt ein klasse Typ, ich finde ihn echt dufte. Der ist auch natürlich eher selbst vor der Kamera, nüscht gestellt, nüscht high-end-mäßig und irgendwie hier wegblenden, da wegblenden. Er ist halt da und er macht sein Ding und wie ich in meinen Vlogs, Quatsch, in meinen Hangouts, wir kommen von A nach B, nach Z, nach W, wieder zurück nach A und ich finde ihn echt klasse. Er ist echt ein dufter Typ. Ich bin auch in seinem Forum angemeldet. Ich finde ihn echt klasse. Dann, wen abonniere, wo habe ich ihn? Ach, da steht's. Dann den Dumm Babbler. Auch ein klasse Typ, der macht auch Games und Musik und so. Link, wie gesagt, unten drunter, den habe ich auch abonniert. Seine Mario-Reihe war göttlich, also echt genial. Und dann Gamers Palace, mit denen habe ich auch schon ein paar Projekte gemacht. Ihr habt damals, wo wir die E3 zusammen angeguckt haben und kommentiert haben oder im Nachhinein kommentiert haben. Das wird es wahrscheinlich dieses Jahr dann auch ein bisschen später geben, weil erstmal mache ich das Ding mit dem Onkel und dann da wahrscheinlich auch mit. Die werde ich nominieren, also sagen, ja, und dann habe ich eigentlich 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe meine 5 zusammen. Ich hatte eigentlich, hat mir noch zur Not eine 6. aufgeschrieben, die Zero Saga, sogar. Ich weiß, ich kann kein Englisch, Entschuldigung. Tut mir leid. Aber Link ist unten drunter. Die macht auch Gameplays, also Let's Plays und so, ist Mädchen, kommt auch sehr natürlich und sehr lieb vor der Kamera rüber und auch allgemein in ihren Videos. Ich verfolge sie auch regelmäßig und sehr gerne. Ja, mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Das sind meine Leute, die ich nominiere, die ich auch tagge, jetzt seid ihr dran. Ich mache jetzt hier nach über 30 Minuten endlich mal Schluss. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.